Outside in an AMG, right outside, PT, two-time baby girl, you know me. Hello, hello, willkommen zurück zu einem neuen Vlog von mir. Heute nehme ich euch mal mit in meinen Urlaub. Wir fliegen heute nach, das wird eine Überraschung, das seht ihr gleich. Ja, ich freue mich sehr. Ich bin gerade am Flughafen. Ich muss sogar zur Toilette und ich dachte mir, oh, the light is popping right now. Habe ich mein Handy rausgeholt, um ein bisschen mit euch zu quatschen. Genau, es ist genau, glaube ich, jetzt 4 Uhr, obwohl, ich glaube 4.30 Uhr. Um 6 Uhr fliegen wir los. Ich fahre mit meinem Freund natürlich in den Urlaub und freue mich natürlich mega darauf. Ja, ich hoffe, euch allen geht's gut und ja, ich habe heute zwar nicht so viel geschlafen, aber who cares, who cares? Oh Gott, ich dachte gerade, dass jemand kommt. Auf jeden Fall, have fun und bis in ein paar Stunden in Portugal. Es ist raus, wir fliegen nach Portugal. I love it for me. Times that I miss you, I know how to call when I want to. Now you got way bigger issues. Nur 3 Stunden geschlafen und ich bin so, so müde. Ja, aber ich freue mich. Slow it sometime, go out mountain, pull your back, make it run wild. Slow it sometime, time to slow down. Leute, das ist hier unser Stay. Richtig, richtig nice. Das ist hier unser Außenbereich. Schaut euch das mal an. Also, die Fahrräder können wir uns ausleihen. Da mache ich gleich Fotos, da mache ich Fotos und da mache ich Fotos. Und wow, I'm very happy about it. Ein riesengroßer Spiegel. Und hier bin auch ich schon wieder. Dusty and Crusty. Ich werde gleich duschen, mich fertig machen. Und I guess, let's start the holidays. Ich freue mich riesig. So Leute, ich habe mich wieder frisch gemacht, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier so ein entspanntes Kleid an. Das Kleid ist von Zara und goldenen Schmuck, goldene Ohrringe, goldene Schuhe oder gesagt Sandalen. Dann habe ich mir jetzt so einen ganz normalen Zopf gemacht, weil ich hatte ja vorher mal den Zopf mit 2 Strähnen. Aber bei diesem Wetter ist es einfach nicht erträglich und deswegen, we're gonna roll with this. We're gonna roll with this, right? Ich finde es ganz schön. Ich habe noch ein paar Babyhaare gemacht und ist ganz entspannt. Wir gehen erstmal kurz ein bisschen in die City. Dann gehen wir zum Strand, weil der Strand ist natürlich obligatorisch. Wir fahren über die Fähre, also wird auch richtig cool. Und ja, ich habe mir ein kleines Update. Ich habe mir meine Wimpern nicht machen lassen. But look at the result. Ich habe mir dann stattdessen Wimpern von Kiss geholt. Habe sie auch gerade geklebt. Das ging richtig schnell. Und meiner Meinung nach sehen die sehr natürlich aus. Ja. Ansonsten muss ich sagen, habe ich ein bisschen Kohldampf. Ich werde mir erstmal einen Tee gönnen und dann macht mein Freund ein paar Bilder von mir, because I gotta post some pictures. Genau. Und dann geht's ab in die City und ich freue mich sehr darüber.
Ich freue mich, ich bin gerade so glücklich, weil ich so aktiv bin und so wirklich aktiv vlogge und nicht proaktiv wie sonst auch. Ich will meinen Freund nicht immer stören, weil der, also ich bin immer im Film und irgendwann ist es ja auch irgendwie doof, dass ich den Moment nicht genieße und deswegen versuche ich das immer so zu machen, dass es nicht komplett den ganzen Tag übernimmt und immer nur kleine Abschnitte. Deswegen wundert euch nicht, dass ich an einem Tag oder in einem Abschnitt irgendwas sage und in einem anderen Abschnitt was ganz anderes. Das liegt daran. Portugal ist schön, das Wetter ist schön heiß, aber Leute, ich bin ja eigentlich ein Schweißhase. Ich schwitze richtig viel, es müffelt nicht, aber ich schwitze einfach viel. Und ich hatte Erwartungen, hohe Erwartungen, dass ich hier auch extrem in Schwitzen komme, weil das in Deutschland passiert, sogar wenn nur 20 Grad ist. But it didn't came. Auf jeden Fall schwitze ich nicht. Und ich sag ja immer, das warme Wetter in Deutschland ist unerträglicher als das warme Wetter in den Tropengebieten oder generell im Ausland. Was denkt ihr darüber? Stimmt ihr mir zu? Ja. Genau, ich höre jetzt auf zu vloggen. Mein Freund ist da, wie ihr hören könnt, und wir machen uns jetzt auf den Weg. I guess we see each other later. So Leute, wir fahren jetzt zur Fähre. Und ich kann es kaum erwarten. My face, ich sehe ganz angeschlagen aus, weil ich den ganzen Tag am Strand war. Genau. Und die Aussicht ist richtig schön. Habe ich euch eben schon gezeigt, aber ich kann euch das kurz nochmal zeigen. Also sehr, sehr nice. Kann ich nur weiterempfehlen. Wir haben Paella bestellt und ich bin mal gespannt, weil ich hab das einmal auf Mallorca gegessen und es war da ganz gut. Deswegen, let's try some Portuguese one. Good morning! Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich melde mich wieder. Es ist der nächste Tag. Ich dachte, ich zeige mich mal wieder, weil ich war ja so ein bisschen wenig am Vloggen tatsächlich. Gestern gab es noch so ein kleines Festival. Also das Festival, das war ein Konzert. Habe ich aber auch gefilmt, war sehr, sehr schön. Heute gehen wir nochmal, wir gehen nach Albufeira, glaube ich. Wir fahren diesmal mit dem Zug und nicht mit der Fähre. Ich bevorzuge natürlich die Fähre, weil voll schön das Wasser und Schiff.
Genau. Ich dachte, ich zeige euch mal ganz kurz mein OOTD for today. Ich mache daran auch gleich Bilder. Also ich mache es halt meistens so, oder wir machen es meistens so, dass wir dann halt, wir haben halt hier so einen Innenhof, die ist einfach total schön, auch voll schön eingerichtet. Dann mache ich meistens Content und danach fahren wir halt dorthin, wo wir hingehen wollen, weil, you know, I gotta drop some pictures for the vacation. Ja, Leute, seitdem ich geflogen bin, tut meine Innenseite des rechten Nasenlochs irgendwie voll weh. Immer wenn ich so mache oder atme. Keine Ahnung, ich dachte erst, okay, vielleicht ist da nur eine Wunde. Und aber irgendwie, ich habe da reingefasst, irgendwie fühlt sich das nicht an, das wäre da eine Wunde. Das ist ein bisschen eigenartig, aber naja, ich hoffe, dass es irgendwann sein Ende nimmt. Auf jeden Fall, ja, wir werden eine kleine City-Tour heute machen tatsächlich. Wir waren ja gestern am Strand und wir werden nachher auch nochmal zum Strand, vielleicht, aber... Na, das gucken wir dann doch so, wie wir Lust haben. Dann gehen wir noch mal zum Abend. Also ich glaube, da wird so ein... Was wird der denn da sein? Keine Ahnung, wir machen, glaube ich, gegen Abend nur noch spontane Sachen. Aber so für tagsüber haben wir meistens immer so einen Plan. Ich finde, es ist auch besser, dann irrt man nicht da irgendwo rum. Und weiß nicht, was man machen soll oder was man mit sich anfangen soll. Ja. So, ich habe gerübst. Genau, das ist mein OOTD und ja, ich melde mich einfach nachher. Bis dann. Eager, eager, eager fire.